Egal ob Nationalspieler Jerome Boateng, der Schalker Christoph Metzelder oder der Mainzer Malik Fatih. Die Fußballprofis sind es gewohnt, dass sie im Blitzlichtgewitter stehen und dass ihnen der rote Teppich ausgelegt wird. Boateng, Metzelder und Fatih nutzen aber ihre Bekanntheit, um sich sozial zu engagieren, so wie hier in Berlin bei der Verleihung des Sports for Education Award. Boateng nahm den Ehrenpreis als Botschafter für die Kampagne One Goal entgegen, die sich für mehr Bildung einsetzt. Ich denke, es gibt in manchen Ländern für manche Kinder nicht so einfach die Möglichkeit, Bildung zu bekommen, in die Schule zu gehen oder Sport zu treiben, so wie wir das hier in Europa meistens gewöhnt sind. Christoph Metzelder war sogar mit seiner eigenen Stiftung für den nationalen Preis nominiert. Ja, die Christoph Metzelder Stiftung unterstützt Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland. Es geht darum, benachteiligten Kinder und Jugendlichen, und die Zahl wird auch in Deutschland immer größer, auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Die Leistungssportler dürfen sich bei diesem Thema nicht aus der Verantwortung stehlen, forderte Metzelder. Ja, wir sind vor allen Dingen, glaube ich, auch Idole für junge Menschen und für Kinder, und ich glaube, dass war zumindest zu meiner Zeit so. Als ich selber jung war, habe ich natürlich auch aufgeschaut zu denjenigen, zu Fußballern, zu Sportlern, zu berühmten Persönlichkeiten. Und ich habe es immer auch als eine Verpflichtung gesehen, ja, das Leben, das ich führen darf, diese Privilegien auch dafür zu nutzen, den Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Wie man dies optimieren kann, wurde dann bei der Gala mit 300 geladenen Gästen aus Sport, Bildung, Politik und Wirtschaft heiß diskutiert. Doch auch für das leibliche Wohl war gesorgt und für Unterhaltung natürlich auch.